dass ich auch noch Durst hatte. Kommst du mit raus? Das sind Nimbuswolken, Mama. Und Passatwolken. Ich glaube, das hier ist keine Passatwolke. Weißt du, was das eine Wolke ist? Habe ich heute Morgen auch schon aufgenommen, weil im Schnee. Wovon er stehen kann. Das sind Böenwalzen, Rollclouds. Die Insel war eine Gewitterwolke, guck mal. Der eine sieht wie ein Pilz aus, guck mal. Ich schlecht. Oh. Scheiße, ich brauche eine Sonnenbrille. Scheiße, ey. Kommst du bitte? Ich weiß gar nicht, wo das ist. Ich dachte, du hast schon dein ganzes Essen gegessen. Nein. Da hinten, aber ich höre unten auch irgendwas. Da hinten sind die Besuch. Nein, unten sind auch zwei Leute. Die kenne ich gar nicht. Bleib mal draußen. Ich dachte, du hast schon gegessen. Nein, ich bin meine Brötchen. Ich dachte, du hast schon gegessen heute Mittag. Es wird windig. Wenn der Wind so feste ist, dann gibt es heute ein Gewitter. Mhm. Weil das sind Nimbuswolken. Es kann heute noch krachen. Mhm. Es kann heute noch knallen, weißt du das? Mit dem Gewitter. Fällt doch der Kunstflieger. Einige fahren wieder weg. Ein bisschen komisch. Aber ich gucke mal im Internet nach, wenn da drauf steht. Das Nimbuswolke gibt es heute ein Gewitter. Sind das Passatwolken, sind es anderes. Mhm. Andere Wolken sind das. Mhm. Aber es sind. Das könnten Passat. Das da hinten ist der Rollcloud. Aber es könnten. Warte. Passat sein, Passat. Und Nimbus. Keine Ahnung. Und jetzt kommt eine große Nimbuswolke, siehst du? Ich hab mir hier. Wenn ich fertig. Das kann ich dir holen. Hätte man ja auch eher überlegen müssen, ehrlich gesagt. Oh. Du nervst aber echt, ey. Nervensäge, Mama. Ihre scheiß Probleme. Es ist Sonntag, heute wird nicht gearbeitet. Das ist mal schön, das ist ein Vieh. Ein Vögelein. Ich glaube, wir haben heute keinen Sonntag, ne? Da wird gearbeitet. Heute ist Sonntag.
Ja, sag das bei den Leuten da hinten. Das ist nicht mein Problem. Ich glaube, die ziehen gerade runter. Glaube ja. Sonntags darf man das nicht. Ja. Man darf sonntags keine Ziehen darauf draufziehen, klatschen. Ist das nicht mein Problem? Dann müssen sie auch nicht ein. Das hört sich aber nicht nach Reifen draufziehen, oder? Das hört sich nach Arbeit an. Ja, wir wissen es heute Sonntag, ist schade. Echt witzig, ey. Nee, da zieht einer Winterreifen drauf. Ich glaube, der hat geschnallt, dass es noch Schnee gibt. Ja. Oder er macht Sommerreif drauf. Jetzt kann man kaputt lachen. Würde ich das aber nicht machen, weil es kommt noch mehr Schnee, haben sie gemeldet. Das würde ich nicht so laut sagen. Guck mal, wie es draußen aussieht. Ja, teils heute. Meinst du morgen? Irgendwann. Ich sag kein Tag. Kannst du ruhig mit rauskommen, passiert nichts. Guck mal da vorne. Die machen entweder Sommer- oder Winterreif drauf. Ich schätze Sommer. Sommerreif macht man erst im Mai drauf. Weil da kommen die Eisheiligen. Werden die Reifen mit so einem komischen Sackhahn getragen? Weil das ein Typ mit der Sackkarre. Ja, kannst du auch machen. Wenn die groß und schwer sind, ja. Dann hab ich nur eins nicht. Wir sind im Bus voll. Die sind sauer, wie die sauer. Weißt du, ob die Wolken so aussehen, wenn die so in der Sonne erhitzt werden? Mhm. Weil das, die werden auch Ambusswolken genannt. Mhm. Ja, Ambus. Mal gucken, was die da mit dem Auto machen wollten. Wenn der Sommerreifen draufzieht, dann hast du mich hier liegen. Dann kannst du lachen über den. Also, er nennt sich sie berühmt, das Wetter am Schlaf. Da haben die Leute gerafft, dass man mit der Reifen drauflassen muss. Ich hab die auch immer erst, wenn die Eisheiligen vorbei waren, fast Ende Mai abgemacht, diese Winterreifen. Ja, und unser Papa, Stiefvater, hat schon im April die Winterreifen drauf gemacht. Nein, der hat Wetterreifen. Wow, das ist cool. Wenn der da hinten, ich glaube, wenn der da hinten Wetterreifen hat, Wetterreifen, da kannst du alle, brauchst du gar nichts, genau. Nur kannst du mit Eis, Schnee. Was? Nur wenn der neue Reifen brauchst, auf Felgen drauf machen, wenn nicht. Das hat der Typ da hinten. Die Felgen werden doch mit so einer Sackera da, so einem Tragen getragen. Ja. So, dann muss man immer auf Toilette, ne? Komm mal wieder. Warte, ich bin noch nicht fertig. Okay. Mich kotzt es so an, dass du mich alleine lässt. Lass dich nicht alleine. Weißt du das? Hier. Willst du wieder verkehrte Verhauchtung haben von ich irgendwelchen bin. Leuten oder das oder soll dies? Oder willst du mit mir gucken, das Typ da mit dem Reifen dargestellt? Der Reifen interessiert mich nicht. Wenn der Sommerreifen drauf gemacht hätte, juckt mich nicht, dann braucht er einen Unfall, ne? Ey, das interessiert mich nicht, da hinten, die scheiß Nachbarn. Du, was sagt man, die scheiß Nachbarn? Ich find den Typ da hinten lustig mit dem Auto. Scheiß Nachbarn, guck mal, mein Bruder. Hansi, ne? Mhm. Ach, Hansi. Was macht der denn? Durch dein Krankenhaus? Keine Ahnung. Welchen Krankenhaus denn? Die, weiß ich nicht. Die Klinik in Bochum ist doch zugemacht worden. Eine. Mehrere Kliniken. Warte mal, da spricht der hinten. Der Autofahrer. Auto. Weil der ist ein Keifer, der kriegt sich gebacken mit seinem Reifen. Komisch, ne? Lustig. Das wird mich aber nicht. Wer hätte früher noch Probleme gehabt, die Reifen drauf zu ziehen?